Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer. Terror. Terror möchte Angst und Unsicherheit erzeugen. Er möchte einem Volk das Gefühl nehmen, sicher und frei zu sein. Was Terroristen aber nicht können, ist der Kern unserer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft angreifen. Unser Grundgesetz und unser freiheitliches Denken. Wenn wir aber nun aus Aktionismus handeln, unüberlegt handeln, ohne Vernunft handeln, um möglichst schnell zu handeln, um Wählerstimmen abzugreifen und nicht um langfristig Sicherheit zu schaffen, dann laufen wir Gefahr, dass der größtmögliche Angriff auf unsere Demokratie gelingt, indem wir unüberlegt Grundrechte abschaffen. Proaktives Handeln im Sinne der Prävention, Gefährderansprache, Ausschöpfung der bestehenden Gesetze, den Rahmen der Möglichkeiten nutzen. Das ist der richtige Weg, den wir begehen sollten. Und wenn Sie die Frage stellen, ob Prävention hilft, Ideologien zu bekämpfen, dann sage ich Ihnen ganz klar ja. Ein Beispiel ist die Religionswissenschaftlerin Nina Käsehage. Sie hat 35 von 38 jungen Menschen, das waren Männer und Frauen, davon abgehalten, in den Dschihad zu ziehen. Sie wollte zunächst den Staatsschutz involvieren, aber das wollten die Eltern nicht, da viele von denen aus Ländern kommen, wo Polizei eben anders ist als hier bei uns. Gemeinsam mit den Eltern hat sie die Männer und Frauen in nächtelangen Gesprächen überzeugt. Und an diesem Beispiel sehen Sie zum einen, dass Prävention und Bildung vor Radikalisierung hilft und zum anderen, dass es weiterhin wenig hilfreich ist, das Projekt Wegweiser weiter am Verfassungsschutz angegliedert zu halten, denn das schreckt offensichtlich ab. Was ist schiefgelaufen im Fall Amri? Minister Jäger sagt, es wurde über alle Maßen kommuniziert, etliche Gespräche im Terrorabwehrzentrum, aber da muss man sich schon mal über die Qualität dieser Gespräche wundern, wenn sie nicht dazu führen, dass eine Person wie Amra 24 Stunden, 7 Tage überwacht wird. Wie immer. Trotz der vielen Gespräche, mangelnde Kommunikation der Akteure miteinander, so wusste Ravensburg nicht im vollen Umfang, wer da verhaftet worden war. Duisburg hatte keinen Plan und Kleve wohl auch nicht so richtig. Spricht denn NRW überhaupt mit Berlin, also außer auf diesen 7 Sicherheitskonferenzen? Sprechen die Nachrichtendienste, die Polizeibehörden überhaupt miteinander? Und was passiert eigentlich auf so einer NRW-Sicherheitskonferenz, wo Amri auch mehrfach Thema war? Und wo sind die Protokolle, die die Abgeordneten im Innenausschuss dazu verlangt haben? Bis jetzt Fehlanzeige. Wir sehen immer wieder Egoismen der einzelnen Behörden, aber auch der einzelnen europäischen Länder. Die Mutter eines leider unter terroristischen Einfluss geratenen Sohnes sagt, mein Sohn ist durch Europa gereist wie durch einen Club Med. Alle Länder haben schön zugeschaut. Ah, er ist gerade hier. Aha, jetzt ist er gerade dort. Aber reagiert hat keiner. Wir haben die OSZE, wir haben Europol. Aber scheitern tut es häufig an Eitelkeiten einzelner Behörden und Nachrichtendienste. Und die Rolle der beteiligten V-Leute des Landeskriminalamts bleibt bisher absolut nebulös. Was nutzen eigentlich V-Leute, wenn ihre konkreten mehrfachen Aussagen in keiner Weise als gerichtsfest angesehen werden? Wozu überhaupt der ganze Verfassungsschutz, der entweder nichts verfolgt, Informationen nicht richtig auswertet? Eine lahme Ente ohne Nutzen für die Gesellschaft, ohne die Fähigkeit, unsere Gesellschaft vor Gefahren zu bewahren. Die Fehler, die mit dem NSU gemacht wurden, wiederholen sich wohl offensichtlich auch bei Amri. Und dann die Einstufung als Gefährder. Was soll das überhaupt? Es hat keine strafrechtliche Bewandtnis, ist kein Rechtsbegriff und scheint auch nicht wirklich etwas mit irgendwas Präventivem zu tun zu haben. Es gibt 8 Stufen. Amri wurde auf 5 eingestuft. Da fragt man sich natürlich, wie viele Leute hier in Deutschland rumlaufen mit Stufe 1 und was führt zu einer solchen Einstufung? Müssen die erst mit einem Sprengstoffgürtel und Kalaschnikow im Düsseldorfer Hauptbahnhof stehen? Und werden diese Leute an der langen Leine gehalten? Jede einzelne Behörde, die beteiligt war,
hatte ihre ganz speziellen Fokus auf Einzelaspekte. Wichtige Informationen wurden nicht übergeordnet zusammengeführt. Und daher sprechen wir hier nicht von einem Behördenversagen, sondern von einem Führungs- und Leitungsversagen auf der ganzen Linie. Deshalb fordern wir die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, wenn auch mit deutlich anderen Akzenten als die CDU, die gebetsmühlenartig nach schärferen Gesetzen und mehr Überwachung ruft. Sicherungshaft, unsinnige Fußfesseln, anlasslose Vorratsdatenspeicherung, das sind die feuchten Träume rechter Sicherungspolitik. Welche Fragen müssen unserer Meinung nach in diesem Ausschuss beantwortet werden? Warum wurden keinerlei Gegenmaßnahmen unternommen, als den Behörden zu Jahresbeginn 2016 die ersten Mehrfachmeldungen von Amber bekannt wurden? Warum wurden ihm keine Grenzen gesetzt? Warum erfolgte keine Gefährderansprache? Amri hatte nach seinem Status die Auflage, sich in NRW aufzuhalten. Auch die konsequente Verfolgung des Verstoßes gegen diese Auflage gehört zu den möglichen Sicherheitsmechanismen. Stattdessen noch nicht einmal die Information, dass er NRW überhaupt verlassen hat. Er versucht, mit gefälschten Papieren nach Italien zu reisen und. Und diese ganzen aufenthaltsrechtlichen und ausländerrechtlichen Verstöße hätten sich aufsummieren lassen. Warum wurde kein Sammelverfahren organisiert, obwohl diese Verstöße im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum besprochen wurden? Herr Minister Jäger, Sie bekommen es ja hin, wenn jemand mit Summe 50 Tagessätze oft genug schwarz gefahren ist, den nach Afghanistan abzuschieben. Und dann kriegen Sie es nicht hin, so jemanden wie Amri irgendwie besser dingfest zu machen. Ich verstehe das nicht, ich finde das unfassbar. Denn was passiert denn, wenn kleine Verstöße nicht geahndet werden? Das Sicherheitsgefühl des Täters steigt von Tat zu Tat und es kommt zu einer Eskalationsspirale. Er hatte doch das Gefühl, ich kann ja machen, was ich will. Warum wurde die Staatsanwaltschaft falsch informiert? Haben die sogenannten Sicherheitsbehörden ihre schützende Hand über ihn gehalten? Etwa um vermeintliche Terrornetzwerke zu observieren? All das hätte uns natürlich auch ein anständiges Innenministerium beantworten können. Aber der Innenminister behauptet mal A und dann mal B, ob das die Passersatzpapiere betrifft, die Kommunikation mit Kleve oder die Abstimmung mit Berlin und dem Bund. Das Ausweichen auf Fragen muss enden. Schluss mit innenpolitischer Geisterfahrt. Auf die Aussagen des Innenministers ist ganz offensichtlich kein Verlass und deshalb brauchen wir Auskunft von unabhängiger Seite. Das Vertrauen in diesen Innenminister ist nun endgültig dahin und wir sind als Parlamentarier dazu gezwungen, selbst Akteneinsicht zu nehmen, um unsere Kontrollfunktion nachkommen zu können. Und dafür brauchen wir den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Vielen Dank. Ja, also